Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 die Wetteranzeige und auch die Nachrichten in der Taskleiste entfernen bzw. deaktivieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür müssen wir mal mit der Maus auf die entsprechende Anzeige gehen, dann einen Rechtsklick darauf machen und wir können nämlich auch schon den Reiter Neuigkeiten und interessante Themen sehen. Hier ist im Moment noch der Haken bei Symbol- und Textanzeigen gesetzt. Ich kann jetzt zum Beispiel mal auf nur Symbolanzeigen klicken, dann sehen wir, dass hier unten die Anzeige schon etwas kleiner wurde und nur noch das kleine Wolkensymbol da ist. Wenn ich das auch noch entfernen möchte, dann einfach nochmal einen Rechtsklick drauf machen, Neuigkeiten und interessante Themen und wir können das Ganze auch komplett ausschalten. Und somit haben wir jetzt auch schon bei Windows 10 Wetter und die News richtig deaktiviert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.